Jo, da sind wir wieder bei Yoshi's Island Plus 2. Ganz so genau. Oder ähnlich fängt Jan jedenfalls immer seine Videos an. Auf jeden Fall mit Yo. Ganz genau. So, und ich habe meinen scheiß Uhr nicht gestellt, verdammt. Nach 10 Minuten haben wir gesagt, ne? Genau. Welcome to the jungle. Dumm. Welcome to the jungle! Yeah, 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 yeah! Oder irgendwie so. Ganz genau. Affen, deine Lieblingstiere. Oh ja. Hallo, Ape. Also, Ape, nicht im Sinne von Ape, sondern Affe, ne, ist klar. Wir versuchen weiterhin die 100%, ne? Ja, ich brauch den mal. Die Betonung liegt auf versuchen. Wir versuchen, ja. So viel zu den Bibis. Komm her, ich will was versuchen. Ich komm einmal noch. Danke. Nur um festzustellen, dass da absolut nichts ist. Ist doch gut. Haben wir schon mal nichts verpasst. Bäm. Und einen sogar noch gefressen. Der Sniper natürlich. Moment, stimmt, das ist ein verkacktes Affenlevel. Oh. Und wir sind wieder mal mit unserem Green unterwegs, wie wir ihn so schön genannt haben. Green, genau, der sehr namensgebend freudige Yoshi. Was? Der Yoshi mit dem tollsten, einfallsreichsten Namen, würde ich dann sagen. Und noch oben. Oben war eine Blume, habe ich gesehen. Und zwei Daris. Also eine Kiri und zwei Daris. Würdest du das unterlassen? Genau, eine Kiri und zwei Daris. Dem, 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 schalalala. Nein! Fuck. Was? Down. Ach so, die Musik. Sag mal, was machen eigentlich die Affen immer, wenn sie im Wasser sind? Versuchen sie da Wasser zu essen? Ich glaube schon. Oder, was mir viel lieber gefallen würde, ich glaube, sie ertrinken einfach jämmerlich. Das könnte auch sein. Wow. Oh, der Sniper hat verfehlt. Das war nur eine Illusion. Genau. Der Schuss, the egg is a lie. The shot is a lie. Also, konnte ich auch schon mal besser. So. Überall diese kleinen Mini-Frösche. Die sind süß, ich hab die immer geliebt. Wow! Weil irgendwas muss einen ja in so einem Level, wo nur Affen rumlaufen, und irgendwas muss ja da sein, was einen noch ein bisschen aufmuntert, wenigstens. Mhm. Und das sind die kleinen Äffchen. Frösche. Ja. Und die gehen da rein. Und da oben natürlich wieder diese Ureinwohner Shy Guys. Die sind auch dumm. Machen wir das Ding noch eins runter, vielleicht ist dann Dari noch versteckt. Ja, ich weiß. Ich weiß. Rast nicht aus, Mann, bleib ruhig! Jawohl! Sehr gut. Oh! Moment. Bevor ich da gehe hin, gucke ich mal. Erstmal die Lage checken. Genau, erstmal gucken, wie die Lage ist. Aber scheint gut zu sein. Geil! Boah! Na komm her. Boah! Boah! Boing! Boing! Ja! Was sagt denn die Uhr? Wie viel habe ich noch? Du bist jetzt bei 3:30. Okay, dann habe ich meine Uhr 10 Sekunden zu spät angemacht. Aha. Hä? Da ist meine Dari. Arschluft. Jetzt kommt mir Arschluft bekannt vor, dieser Ort. Ja. Ich will es bitte lauer machen. Danke. Was glaubst du? Ich werde mal was machen eben. Bitte? Ich werde mal eben was machen, nur um sicher zu gehen. Ich traue dem Spiel alles zu, deswegen. Gut, aber anscheinend war da nichts. Das Bild kommt nicht hinterher. Ich würde gerne. Ja, danke. Und jetzt nochmal richtig dahin. Genau. Jetzt schaffe ich ja das erste Level sogar. Na, komm, boah, wer komm, weiß. Von Josh. Green, hau rein! Also hier war wahrscheinlich dann nur ein Leben oder so. Das werden wir dann erfahren. Wenn du gleich dahin gehst. So. Hallo. Ah, ich wollte schon sagen, es ist weg. Hä? Oh. Okay. Hm. Verdammt. Ah, okay. Ja, das kommt mir alles bekannt vor.
Kann sein, dass es das Level 1 zu 1 in Yoshi's Island Plus 1 auch schon gab? Weiß ich nicht. Moment, nicht oder kaputt machen, ich wollte es gerade sagen. Haben wir das, weil das, ich erinnere, das, ich habe voll das Déjà-vu gerade. Das habe ich alles schon mal gesehen. Vielleicht hast du das schon mal geträumt, dieses Level. Zwei Leben. Entweder ich habe, als ich privat gespielt habe, ich habe dieses Level ja noch mitgenommen. Oder es gab wirklich so. Weil ich mein gehört zu haben, dass da irgendwas übernommen haben soll. Mhm. Wow, nichts drin. Naja. Whatever. Das wären dann wieder ein paar Leben mehr für uns. Wie viel haben wir denn jetzt mittlerweile? Ach, nur 37. Gen. Wir wollen ja versuchen, so viele Leben zu kriegen, wie es Pokémon gibt, ne? Oh Gott. Das wird nichts, außer wir... Wag es dich. Du musst ihn fressen. Hm. Oh. Aha. Da ein paar Bibis. Und den Münzibis. Münzibis. Das klingt so dumm. Kannst du dir mal mit der Zunge wegmachen? Ach so, ich hab... Hm. Oh! Hatten wir schon Mittelkreis? Gute Frage. Guck mal ein bisschen weiter, vielleicht kommt da hinten noch einer. Das bringt mir dann auch nichts, oder? Ich meine, der kommt doch wieder, wenn du nur einmal stirbst und dann wieder dahin gehst, oder nicht? Bist du sicher? Ich hoffe es mal. Ich versuch mal, ob ich zurückgehen kann. Ich hasse diese Dinger übrigens am allermeisten in Yoshi's Island. Die habe ich auch schon im normalen Yoshi's Island gehasst. Ah, gut, man kann wieder Shy rein. Guys, die einfach... So, du kommst jetzt mal her, ich brauch Eggs. Mhm. Hier, ich habe gerade einen Blackscreen. Sehr gut. Und das Typchen kommt nicht wieder. Speicher mal bitte und lad mal. Warte, ich kill mich erstmal. So. Receiving Status. Ah, wir hatten noch einen Mittelring. Fragt sich nur wo. Das ist. Ach, kurz vor dem Helipad. Vor dem Helipad, na gut, das geht. Jetzt, Boing, weißt, du, jetzt weißt du aber wenigstens, du musst nicht nochmal alles mit dem Heli abgehen. Richtig. Ja. Das war natürlich geplant, ne? Ja, natürlich. Selbstredend war das so geplant. Ich wollte eigentlich dieses Level noch beenden, aber wenn ich auf meine Statistik gucke. Musst du das wohl machen, mein Kumpel? Da! Ah! Unten waren ja nur zwei Leben, ne? Ja. Die werden natürlich eingesackt. Hm. So. Und sehr viele Münzen halt auch noch. Boing. So. Und Bibis, genau. Verdammt nochmal. Das wäre echt nur für zwei Leben? Ja. Und Bibis. Okay. Zack. So. Hätten wir das auch wieder. Schön. Und eine leere Kiste. Ach ja, die war leer. Wieso warnst du mich nicht vor? Habe ich doch. Das stimmt. Immer musst du die Affen töten. Ja. Dies ist mein Sinn und Zweck. So, und jetzt schnell dahin und schnell das Viech töten. Nicht wieder vor dem Ding hier stehen bleiben. Da kommt er. Hallo? Scheiß auf... Boah. Ich wollte gerade sagen, scheiß auf Mario, hol die Münze. Mann, ey, ich sowas hasse. Aber ich eine, wenigstens ein Spiel, was ich ordentlich mit Tastatur spielen kann. Dann habe ich nicht eben hinten noch eine Münze vergessen? Nicht, dass es eine rote war. Weiß ich nicht, ich meine nicht. So, als ich voller Imbrunst-Panik darüber gesprungen bin. Hast du nicht alles geholt, was da war? Nee, hast du doch. Ja, gut. Ich krieg schon Hallos hier. 30 Sekunden hast du noch. Oh Gott. Da muss ich hier einfach zurücklassen. Mhm. Da musst du mir das Level anvertrauen. Komm schon, Mittelring, Mittelring. Komm schon, Mittelring. Jan spielt gleich. Was? Was? Achso, es fehlt nur eine Blume. Okay, ja.
Nochmal zurückgehen. Deine Zeit ist so nebenbei oben. Du kannst genau, ja, wollte ich gerade sagen, jetzt sowieso übernehmen. Ja. So, So, ich zähle deine Zeit ab jetzt. Sehr schön. Moment. Ist hier vielleicht irgendwas noch? Kannst du nochmal zurück? Nö. Du hättest nochmal zurückgekonnt, wenn du den scheiß Affen nicht gekillt hättest. Tja, Pech. Vielleicht hier hinter noch was? Nö. Na gut. Ey! Geben wir ab zu Kirby. Das regt mich ja jetzt schon wieder auf, ehrlich gesagt. Das erste Level, was wir machen, und zack, schon dann nicht mal 100%. Du darfst natürlich mein Bonusspiel machen. Ich bin ins Ziel gesprungen, also das ist meins. Was haben wir denn? Slot Machine. Oh. Da wirst du wahrscheinlich eh nichts gewinnen. Schade. Ich dachte gerade schon, du hättest einen Plan. Nein. Das war alles Zufall. So, Kirby, dann hau mal rein. Haben wir den Days Kirby, ne? Ja. Kennst du die ganzen Namen auch noch überhaupt noch alle? Ja. Wie ist denn der hellblaue? Schwellos. Stimmt. That ain't Sonic. Ich kenne das alles. That ain't Sonic kenne ich auch. Vielleicht hast du es doch schon mal ein bisschen weitergespielt. Ich glaube langsam echt. Wow! Willst du die nicht zu Eiern machen? Warum war es auch nichts? Das ist das Game of Doom. Bibis! Ja. Game of... Wunderbar, das hast du so toll gemacht. Ich wollte nach oben die Zunge machen. Das sah cool aus. Musst du zugeben. Indeed. Links riecht nach Optionalität. Ich kenne dieses verkackte Level, das kann mir doch keiner erzählen. Ja, vielleicht, wie gesagt, vielleicht ist er doch noch eine oder zwei Welten mehr gemacht. Aber ich kann mich... Muss wohl scheinbar. Ja. Sonst habe ich gerade, wie gesagt, hier irgendwie extrem Déjà-vu. Oder du hast diese Level in deinen Träumen... Wow. Gesehen. Ja, bis ich von Yoshi's Island träume, geht aber noch eine ganze Menge Zeit. Da sind Bibis drin. Und fliegen weg. Nicht. Hinterher! Ah! Hinterher! Ah, mein Gepid spinnt! Ja, jetzt sind sie tot. Toll. Mein Gamepad hat Schuld. Ich habe nach rechts gedrückt, aber der hat nach unten reagiert. Mir gefällt der Hack auf jeden Fall wesentlich besser als der erste Teil von Golden Yoshi. Weil hier wenigstens vor allem mal das Level-Design stimmt. Das Moment. Beim ersten Hack war irgendwie ein bisschen verkackt, finde ich. Wieso das? Weil es überhaupt nicht zur Umgebung gepasst hat. Und gar nicht zum Charakter des Bosses und der Gegner und so ein Kram. So, jetzt haben wir wenigstens auch einen Weg nach oben gesichert, aber... Ja. Ne? Ne? Bring ihn um. Hat gut was gebracht. Da habe ich extra ganz vorsichtig alles gemacht. Scheiß. Bitte? Ich wollte sagen, ich wette, hinter dem ganzen gelben Scheiß ist noch was. Nein. Nein. Hoffen wir mal nicht. Wobei, wir immer noch nicht vergessen... Maus ist Igel ist mächtiger als Maus. Der Igel? Der ist nicht mächtig. Schmächtig ist er vielleicht. Dari! Ganz allein! Ich muss mich seelisch drauf vorbereiten, in diese Röhre zu springen. Ich glaube, ich habe das wirklich noch weiter gespielt. Und zwar bis genau nach diesem Level hier. Wie ging das nochmal? Ach ja, so. Sehr gut. Finde ich auch. Das war, ich bin schon kurz davor, dich zu loben. Finde ich gut. Dum, 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 dum. Ah, hier geblieben. Auf jetzt bitte. Auf ein neues. Ducken. Oh Gott, das klappt. Marios Kopf. Glatze. Glatt. Deswegen trägt Mario auch eine Mütze, weil er eine Glatze hat, wegen Yoshis
väterlicher Liebe. So, jetzt geht's ab. So, jetzt sehe ich auch ein bisschen, was unter mir ist. Ich weiß nicht, was verpasst habe. Der Tod ist unter dir. Meine Augen. Au, 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 okay. Und tschüss. Down, down, down. Alles für eine Kiri. Und, nee, stimmt, ja. So, was kommt hier? Ein Geist. Tod. Hier braucht man, glaube ich, viele Eier. Na, 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 treff ich was, treff ich was, treff ich was? Kommt. Der Arme. Ah, Scheiter-Trauma! Ey, sind so viele Münzen in dem Spiel versteckt, ich bin beeindruckt. Lässt sich von einem Rodent verarschen. Oh. Moment. Perfekt, perfekt. Ja. Ah. Die wollte ich noch holen. Jetzt können wir da reingehen. Das ist verständlich. Ja. Wunderbar. Oh. Die sollst du dir aufsparen. Ich wette mal, kaufst sie irgendwo. Spring rüber. Geh weg. Geh weg. Ja, gut so. Irgendwie sind die Igel ja ein bisschen süß. Ah, um da hochzukommen. Fliegen ein. Oder nein, spring auf. Spring einfach drauf. Hä? Schlüssel? Fragezeichen? Ah, ja! Okay. Ich dachte. Hä? Was nun? Man weiß hier nie, weil weiß ja, wenn man davon. Oh, dir ist bestimmt wichtig. In welche Richtung? Voll in der Richtung. Hallo, steh vorne. Ach, dann so halt. Nicht tot, so schnell, tot, nicht so schnell, tot, nicht so schnell, tot, Gott. Hier war nichts. Andere Richtung. Dann andere Richtung. Dumm, dumm. Aber pass auf, roll den erstmal in die linke Ecke. Oh Gott, viel zu schnell. Halt ihn auf. Boah, ey, du machst Sachen. Ja. Töten mein Herz. Auch nichts. Super. Okay. Warte, stopp. Weiter nach links rollen mit dem. Na gut. Wow. Wow. Och, spring mal dahinter. Dann hab ich schon angefangen. Nimm mal am besten direkt komplett. Was? Ja, klar. Killermaus. Das sah cool aus. So, nochmal. So, Kirby. Los, schieb mal. Richtig. Kirby, Kirby, Kirby. So, da ist nix. Ich werde mir jetzt noch runterspringen. Okay. Was ist denn das Ding bitte da? Ich habe keine Ahnung. Ich wette, man hätte nochmal runtergehen müssen. Aber egal, gut, dann wirst du halt sehen. Ich habe immer noch die Eismelone im Mund. Was soll ich damit machen? Keine Ahnung. Ich dachte eigentlich, so wie ich Golden Yoshi hier kennengelernt habe, man braucht die hier dreimal. Aber scheinbar nicht. Scheiß drauf. Na gut, die ist jetzt eh weg. Oh, das Bonuslevel kann ich vielleicht noch schaffen. Oh, oder auch nicht. Das ist noch 2 Minuten. Oh Gott, ich weiß nicht, wo die Tasse. Achso, machst du ja eh du. Ja, ich muss in 2 Minuten abgeben. Oder ich warte einfach am besten ein bisschen. Was passiert, wenn die Zeit da abläuft? Habe ich dann automatisch verloren? Nein, dann musst du nochmal eingeben. Achso, dann warte ich, bis er ein bisschen größer wird. Hm, jetzt gebe ich ihn ab. Hoppala. So, Platz, 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 Platz. Der platzt noch lange nicht, der wird noch viel größer. Platz, 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 Platz. Fuck, der Platz bei mir. Nein, doch. Perfect. Genau das Bonusspiel habe ich, als ich vorher noch ein bisschen das andere, das normale Yoshi's Island gespielt habe, auch nicht geschafft. Du hast trainiert vorhin, oder was? Ja, einfach so just for fun habe ich ein bisschen gespielt. Nein, nicht da. Gut, oh. Ich hatte auch nicht vor, da reinzugehen. Es sah schon schwer. Was? So. Ich glaube, du bist jetzt dran, ne? Ja, okay, noch halbe Minute habe ich noch. Noch 30 Sekunden. Was? Stimmt, kommt hier eine Tür, wenn du die alle kaputt machst. Wow. Megalohn. Oh, das war eine Blume. Alle Kiris. Und 2
Dari ist noch. Ich würde sagen, in die Tür kannst du gehen. Na gut. Dann und. Pass mal ab. Jo, Wechsel. Takeover! Alright! Zwei Daris musst du finden und ein paar Bibis vielleicht noch. Ich ahne, dass jetzt hier das Level zu Ende. Du verschwendest nur deine Zeit damit, ne? Ich weiß, aber ich bin gerade schockiert. Ah! Schön. Und wieder ein Bonuslevel. Hurra! Hey, ich glaube, hier ist es genau andersrum als in Yoshi's Plus 1. Hier kriegst du, für jedes Level, das du dort kein Bonuslevel bekommen hast, bekommst du hier eins. Im Ernst, das kotzt mich gerade echt an. Drawing Lots. Na? Aha. Wow, das ist gut. Wieso verlierst du immer? Na ja, klar, 3 Kamex, ne? Geht's euch doch gut. So, ab zu Schwellos. Schwellos. So Schwellos, dann zeig mal, also, das kenne ich garantiert nicht. Glaube ich, oder? Spit it out. Ist das nicht ein Lied von irgendeiner Metalband? Ich weiß nicht, aber du hast schon wieder ein Affenlevel. Ja, dann krieg ich schon gleich Schluck auf, merkst du? Ah, oh Gott, ich ahne schon, worauf das Level hinauslaufen wird. Bibis! Das heißt, du musst mit deiner Melone ganz vorsichtig sein. Du hast gerade eine volle im Mund, ne? Ja. Na komm. Ha. Vernichtet. Klar, wie schießt denn der so in der Wand? Guck das mal an, wie fliegen die? Ja, logisch einfach. So mit Schwerkraft und so. Nein, das ist ein Videospiel, da gibt's keine Schwerkraft. Bam! Wow! Komm runter! Oh Mann, ey. Noch ein Dari. Sein, bitte. Oh, und wieder ein Leben. Cool. Kommt da gerade was von unten? Nein, ich hab ihn einfach abgeknallt. Na du, scheiß Affe. Ja, spring in den Tod. Pack tot. Trotzdem, warum krieg ich die ganzen Kackaffen-Level? Ich weiß nicht. Ah! Wow! Bam! Sniper! Oh yeah, boom! ich hätte wesentlich mehr Luftballern können, sehe ich gerade. Jo. Bäm, mega Sniper-Attacke! Fast, ja. So, jetzt hast. Ich frage mich eigentlich, warum nimmt Yoshi eine angebissene Melone in den Mund? Sorry, ich muss korrigieren, eine von einem Affen angebissene Melone. Genau. Der Fakt allein ist schon eklig genug, aber. Ich meine, guck ihn dir an. Boing. War doch eine Menge Schuss drin, auf jeden Fall. Ja. Wie es sich anhört. Eine Menge Schuss drin. Ja! Also wenn ich einmal schieße, dann treffe ich sofort. Wenn ich, wenn du Maschinengewehr machst, dann triffst du gar nichts. Ich hab mich verarscht, ich dachte, ich werde mich treffen lassen. Ah! Ja. Das war nicht beabsichtigt, aber cool. Ich wette, das ist falsch. Nö, da rechts kannst du ja wieder hoch. Bist du sicher? Jo. Oh, Frosch. Hallo? Hier ist mein PC hängen geblieben. Kurzer Schnitt. Juhu. Und wieder da, nachdem mein Internet verreckt ist. Ganz kurz. Eiskalt. Ja. Und wieder Schlüssel. Bricht ihn um. Oh. Ich sollte meinen DC etwas anders setzen.
Und nicht ja, um 8 Uhr abends. Ich habe beschissene Uhrzeit gesetzt. Willst du nach oben gehen da? Oh, okay. Und da war die Melone leer. Die Frage, links optional oder da rechts oben? Ich würde sagen, rechts oben ist optional. Glaube ich auch. Vor allem kannst du auch jederzeit wieder runter, oder? Hä? Ist überhaupt irgendwas? Was? Zum Glück kommt man da sofort drauf. Ich sehe schon, was du machen musst, aber... Jetzt! Umdrehen, umdrehen! Cool. Combo! Oh, yeah. Combo Break. Das war ja kein Break. Warum ganz sagst du so einen Scheiß? Ich weiß nicht. Das überkam mich. Weil es Spaß macht, ne? Ja. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Moment, lass mich mal schauen. Ein bisschen mehr als 4 Minuten. Das klingt vernünftig. Wie viel haben wir bis jetzt gesammelt? Ja. Oh, geht. Und ja, los geht's. Mehr als die Hälfte. Guck mal hier. Hallo Affe. Ja. Wie gesagt, ne? Wenn du einmal schießt, bist du ein Scharfschütze. Aber wenn du mehrmals ziehst, dann geht gar nichts. Dann ist vorbei. So, dann gehen wir da rein. Schon wieder die Frage. Da, guck mal, da ist oben so ein Kackding. Da geht's nach oben. Guck mal kurz, wo, links. Guck mal gleich mal erstmal bei den Shy Guys oben. Okay. Geil. Perfektes Minispiel für das Level hier. Wow, kurzer epischer Grafikfehler. Jo. Will ich eh nicht verlieren. Du denkst, du kannst Schwellos besiegen? Noob. Schwellos! Wie der ein ganzes Maschinengewehr macht und du einfach nur einen Schuss eben mal, zack, tot. Na komm. Und wir kriegen eine Melone. Das ist das einfachste Minispiel aller Zeiten, finde ich übrigens. Ja. Hab ich noch nie drin verloren, glaube ich. Das kann man ja auch gegeneinander spielen. Cool, was nach oben? Oh. Sieht optional aus. Ein bisschen Angst. Ich wusste, dass ich jetzt irgendwo hinkomme. Oh Gott, ich hoffe, bitte lass es wirklich optional sein. Oh, eklig. Bitte keine Daris dort. Dann mal drauf. Ich würde einfach draufbleiben. Du kriegst eigentlich so ziemlich alles da gerade, oder? Wow. Ja. Und irgendwann gehen die Leben aus. Die Leben? Die Leben? Was? Die Eier. Sieht aber alles sehr nach normalen Münzen aus. Ja. Oh Gott! Oh Gott! Nein! Da unten war was. Ach, so ein Pfeil. Hoffen wir, dass da oben nichts ist. Wir gehen einfach nochmal da hoch. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ah! Okay. Hätten wir die auch ausgeschlossen damit. Gut. Ich wollte schon sagen, ist der Ballon weg? Wie lange habe ich noch? Moment. Knapp unter 2 Minuten. Das kriege ich noch hin. Ja. Ja. So. So, dann einfach jetzt losfliegen. So. Ganz genau. Na? Das Ei vibriert voll. Und Yoshi geht immer weiter nach vorne, sehr, hab ich gerade bemerkt. Aha. Schnell weg! Ich nehme ganz schön viel mit. Ein Leben noch? Ja. Okay. Alles für noch ein weiteres Leben. Nochmal gucken, zur Sicherheit. Du traust dem Spiel auch echt alles zu, oder? Ja. Wie lang ist denn der Weg? Ich glaube, du kommst nicht mehr zurück in deinem Part. Schwellos, 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 schwellos. Nichts. Jetzt stell dir vor, da wäre eine unsichtbare Wolke gewesen. Was hättest du getan? Aktiviert. Stimmt. Zeit habe ich noch? 40 Sekunden! Ja, natürlich komme ich noch zurück. Schade. Man töte den Affen. Gerne! Und guck mal, was da noch links ist. Eine Treppe. So, und wir finden hier... Affen. Sieht tödlich aus da unten. Ziemlich. Ich hasse die Raketenaffen. Generell Affen, die irgendwas werfen. Hm.
Wow. Noch schnell so weit wie möglich kommen, bevor du abgeben musst. Und deine Zeit ist um. So. Ja. Klick, klick. So, und jetzt zähle ich mal mit. Deine verdammte Zeit. Okay. War da oben nicht gerade eine Wolke? War da nicht was? Guck mal da oben bitte nochmal. Spring mal hoch, wenn du in deiner Mitte bist. Aha. Ich hab's nämlich gesehen. Da oben ist auch irgendwas. Nee, doch nicht, so nur eine Wolke. Was tust du? Ich trau dir mein Leben an und du zerstörst es einfach innerhalb von 26 Sekunden. Ich glaube, es hackt. Oh. Wieso habe ich gerade Marios Babyschrei gehört, obwohl er nichts gemacht hat? Ich weiß es nicht. Dum, dum, dum. Also ich muss sagen, das fängt, mein Teil fängt ja schon mal gut an. Ja, du wolltest einfach auch nochmal zeigen, was für ein Schnarfschütze, genau. Ganz genau. Ich bin ein Schnarfschütze. Narf. Ha, ich hab's in deiner Hand zerstört. Stirb. Ja gut, so. Aber so viel war das eigentlich noch nicht einmal, was ich jetzt nochmal machen muss. Ja, an sich nicht. Und nochmal runter, runter. Down, 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 down. Oben zu dem Ballon muss ich ja nicht nochmal, weil da ja eh nur ein... Jetzt hast du wieder ein Disconnect, ich seh's schon kommen. Ich seh's jetzt schon kommen! Was?! Ich glaube, ich hab keinen Film so häufig zitiert. Vor allem nicht immer dem gleichen Zitat. Tja. Das kannst du hier nur bei mir. Nee, ich meine generell in meiner ganzen LP-Zeit bisher. Ja, weil das ist halt so ein Satz, den sagt man halt recht oft. Richtig, dann fällt einem das halt sofort ein. Umdrehen. Umdrehen, umdrehen. Was, ja. Den kann man nicht so töten. Der ist ja viel zu wabbelig. Sterben soll er. Du, 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 du. Wow. Du blockst einen Affen ab. Dafür töte ich den da. Au. Sehr gut. Mit dem Arsch in die Stacheln. Kannst Schwell aus sowas doch nicht antun. Was? Ich hab die voll getroffen. Der arme Schwellos. Ja, der hat gerade einen Stachel in den Arsch bekommen. Der hat vor allem AIDS, weil er die ganze Zeit irgendwelche Affen berührt. Affen berührt. Ja. Ja. War eh nichts Wichtiges. Einfach nichts, gar nichts davon erwischt. Schön. So, da oben, ja, stimmt, da war nur ein Dingens. Der Ballon. So, jetzt versuche ich es auch einmal. Vielleicht verrecke ich dabei. Dann lache ich dich aus. Wie ein epischer Grafikfehler, immer wenn das anfängt. Das Spiel ist voll verbuggt. Wow! Schnell unter ihn, baller ihn ab! Na, na? Na? Haha, erwischt. Boah. Cool. Na? Einfach die KI verarschen, das ist gut. Verdammt, ich dachte, ich konnte es besser als du machen. Epischer schöner Schluss. Ja, so. So, please do me a favor and lebe. Don't die. Okay. Ein bisschen Angst. Ja, erstmal weg damit. So, ich will den Frosch fressen, bevor er mich frisst. Die Mütze bleibt da. Oh! Nicht vergessen. So. Ist da noch, einer? Das scheint nur eine Wolke zu sein. Was? Ich krieg immer Herzinfarkt. Ich wette, hier kommt gleich ein Mittelkreis. Bitte. Mit Zeit. Ja. Bom. Ey, was der mit. Wo ist der Frame Master? Der hatte heute keine Lust. Uiuiui. Zum Glück darf ich das nicht machen. Ja. Du erinnerst dich ja an meine Tastatur. Wow! What the hell? Ist da noch mehr? Wäre wahrscheinlich gewesen, aber. Thank you, verkackt.
Vielleicht ist es einfach nur, um die Sache jetzt ein bisschen zu vereinfachen. Nein. So, nehmen wir die erstmal mit. Bitte, ganz am Ende ist irgendwas, wo du es brauchst. Dann schauen wir mal. Und wenn da wirklich was ist, stürze ich mich in den Tod. Ja, hier nämlich. Ey, du hättest den Josh doch einfach in die Schlucht springen lassen, aber nein, du willst, dass er aufgespießt wird. Ja klar, Schwell ist am Spieß. Ich würde schon sagen, ist bei mir schon wieder hängen geblieben. Und rein da. Hättet ihr den Mittelkreis nicht nach der Tür setzen können? Oh. Hm. Wow. Was Moment. Du? Ich warte, bis der Stell wieder hier rüberkommt. Muss ich eigentlich Y gedrückt halten zum Laufen als Baby? Zum Rennen, ja. Dann wollen wir mal. Nein. Komm. Wow. Oh Gott. Speed up, Mario Party. Nein! Da ist noch was, ich hab's gesehen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da! Moment. Oh, die Münzen! Hab ich überhaupt alles? Was? Vielleicht kommt einer noch. Moment. Ne, da oben war nichts. Mal nach rechts. Wieso? Ich geh nochmal ein bisschen zurück und guck, ob hier noch was rumliegt, vielleicht hinter so einem Baum auf der Karte. Weißt du, jetzt, ich weiß gerade wieder, warum ich das 100% Ding abgebrochen habe. Bei Yoshi's Island Plus, genau wegen so, Abfuck. Das Spiel ist motiviert so. Es motiviert so. Ich fühle mich hochmotiviert dabei. Komm, wenigstens ein Bonusspiel zum Trost, sonst rast ich. Ja! Wie wir einfach bis jetzt in jedem Level hier ein Bonusspiel hatten. So. So, was kommt denn? Was darf ein Lemon-Tree denn machen? Ach, eine Münze. Aber wir haben es ja auch hier ins Bonusspiel verkackt. Das stimmt. Drawing Lots. Mal sehen, ob ich besser bin als du. Nö. Irgendwie haben wir kein Glück. Ich hätte schon wieder jetzt verloren, weil ich hätte die Mitte wieder genommen. Was? Was der denn? Der Boss kommt jetzt? Anscheinend. Earl the Unshaven's Fort. Ach ja, wir spielen jetzt gerade mit Lemon Tree. Lemon Tree! Babys! Lemon Tree! Ich habe keine Ahnung, wie das Lied geht. Aber es gibt irgendein Lied, das heißt, glaube ich, so. Schon wieder mit diesen Kackeiern. Dum, dum, dum. Wow. Wow. Bop-bop-bop. Abgeballt. Einfach nur just for the lulz töten. Gucken, wie die Festungen so sind. Ja. Wie gesagt, das Level-Design gefällt mir wesentlich mehr als bei dem Hack. Was? Im anderen. Wo kommt der Wald her? Tot. Tot. Ich glaube, der hat überlebt. Tot. Tot. Stützen sich schon was selbst. Was sind das eigentlich für Viecher? Schleimse? Was? Schleimse? Schleimse? Was? Offizielle Plural von Schleimse. Schleimse. Okay. Schlüssel. Ne? Ganz genau. Oh, da hab ich gar nicht gesehen da unten. Schnapp die Babys. Ambo. Was? Ich wette, auf der anderen Seite was zum Aktivieren. Oh, lass mich in Ruhe. Was? Da ist wieder irgendwas runtergefallen. Aber warum haben die schleimhaariges Herz? Das ist total eklig. Das stimmt. Das für so ein süßes Spiel. Da ist eine Blume drin, ist lachig. Ja. Ist das Schloss jetzt schon überhaupt nicht verwirrend? Muss ich die alle umbringen? Ich weiß nicht, ich fresse sie einfach mal auf und guck mich ein bisschen um. Der Kiri! Kiri! Die haben unterschiedliche Helligkeitsstufen. Und der Dari. So. Also, da hat sich das doch schon gelohnt. Ja, aber ich muss wahrscheinlich gleich den ganzen Weg wieder zurücklaufen, um den Schalter zu aktivieren, der da gleich rechts ist. Was? Ah. Aha. Okay. Dann wollen wir mal rein. Du hast übrigens noch 15 Sekunden. Ja, dann wollen wir nicht rein, denn
Ah, perfekt. Doch, ich ergreife mich noch machen. Hier darfst du übernehmen. Das ist nett von dir. Bitteschön. Danke. Hast du dich gar nicht auf den zweiten Spieler gestellt jetzt? Wozu denn? Weiß nicht. Mach ich eigentlich gerade zur Zeit nie. Das sah geil aus. Bäh. Boing, boing, boing. So, jetzt musst du mal ordentlich Speed geben. Ah, wir kommen tatsächlich direkt hier raus. So, let's go! Woohoo! So, ah. Moin. Ja, spuck, bisschen schneller, wenn es geht. So schnell. Nee, ich geh nochmal zurück. Oder so. Gut, dass wir unendlich Versuche haben dafür. Scheiß Piranha-Pflanzen. Ich glaube, das sind mittlerweile meine Hassgegner. Läufst du denn so oft in die rein? Ja, weil ich immer wenn ich gerade so schön im Speedrun bin, dann... Und da hoch. War da rechts nicht vielleicht noch was? Nee, das war das Einzige. Wo man das dafür brauchte. Okay. Ja, wie gesagt, ich bin so misstrauisch. Ich wette gleich, es kommt an diesem Level auch noch der Staubsaugergeist. Ich weiß nicht, warum ich ihn früher so getauft habe. Für mich war das immer ein Staubsauger. Ich möchte bitte einen Blick nach unten werfen, den ich nicht kriege. Weil da wahrscheinlich der Tod ist. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Kiri. Wow. Aha. Also nach oben nochmal. Aha, ja. So, wahrscheinlich fällt da eine Tür raus oder so. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch so ein Gefühl, da fällt eine Tür raus. Obwohl, da war gerade ein Mittelkreis. Links. Ah, oder das geht dann in die Brücke. Na. Ja. Okay, gut. Ach. Durch deinen Kopf durch. Dann in Ordnung. Ja, ich dachte schon wieder, das wäre jetzt so ein Ding, wo ich erst irgendwas runter machen muss. Was? Wie viel wenig haben wir? War erst 8 Daris, das ist heftig. Ja. Aber ich glaube bisher... Wow. Das war so ein glücklich knapp, da unten ist irgendwas, hat irgendjemand hingekotzt. Du. Schnell! Ja. Ja. Gut, dass es noch einen Mittelkreis gibt vor dem Boss. Hallo? Genau, Yoshi. Leg dich erstmal hin. Gut, dass es noch einen Mittelkreis gibt vor dem Boss. Hoffentlich. Ja. Wäre doof, wenn nicht. Das stimmt. So. Wollen wir mal schauen, was das Level hier noch für uns bereithält. Bibis. Na gut, jetzt sind es nur noch 4 wieder bis zum... Oh. Zum Glück kann man beim Boss selber einfach keine Energie verlieren. Weil er nicht angreifen kann. Ah. Ja gut, aber er schießt doch... die Wand. Ja, genau. Wird er dann noch in die richtige Richtung. Boah. Boing. Wow. Ich wollte schon sagen. Moment, das unter dir sieht verdächtig aus. Ja, ich überlege gerade auch, wo ist jetzt optional? Du erstmal hier kommen. Bom. Oh Gott. Oh. I think that this is optional. Ja. Ja, definitiv. Was? Wir haben schon alle Kiris? Oh, das wird nix. Ich sehe das doch jetzt schon. Und 4 Daris noch. Okay. Komm schon, jetzt perfekt da oben. Nein. Und hoch. Oh yeah. Oh Gott. Schön. Du hast dich gerade wieder sehr schön angehört. Den Affe, glaube ich. Ah, 1, 2, 3? Ja! Ah, wow! Und? Oh mein Gott. Ey, wir können das Level 100% abschließen. Mach keinen Scheiß! Ich mach keinen Scheiß. Oh Gott, ich bin ein bisschen nervös. Du hast ja gesagt, bei ihm kann man keine Energie verlieren. Ja, ich weiß ja nicht, ob der den auch noch gehackt hat, den Typen. Ach so. Sieht aber nicht so aus. You whipped out of 2 my cards. Bad move, my friend. I won't let you
for my plan. Oder so. Ganz Hälfte genau. Gesprochen. Und das haarige Herz. Also.